Und einen Moment lang stellte ich mir vor dem Fernseher vor, wie es wohl für uns sein würde, wenn uns bewaffnete Sicherheitskräfte mit Pistolen vor einem wütenden Mob hier in diesem Plenarsaal, hier an diesen Türen würden schützen müssen. Ruhe, jetzt rede ich. Wer die Erstürmung des Kapitols, an deren Ende 5 Tote und da, wir sollten eine bessere, eine humanere Migrations- und Flüchtlingspolitik machen. Aber davon verstehen Sie ja nichts. Braun, können Sie einfach mal eine Minute ruhig sein? Das wäre schon eine ziemliche Errungenschaft. Weil jetzt ist eine Rednerin dran. Es ist eine Rednerin. Ich sage nichts zu Zwischenrufen, aber Sie... Nein, Moment. Sie haben permanent die ganze Debatte über. Jetzt ist Frau Daniela de Ridder dran und ich werde mir auch nachher noch mal die emotionalen Zwischenrufe noch mal genauer im Protokoll anschauen. Das werde ich tun. Das werde ich tun. Ja, das werde ich tun. Frau de Ridder, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Das war notwendig.